Herzlich willkommen zurück hier über unserem neuen Stadtteil auf dieser, ich will es fast Halbinsel nennen, weil hier halt Meer ist und da so ein super breiter Fluss, wo wir unbedingt eigentlich einen Staudamm bauen müssten. Hier vorne, so wie es aussieht, bietet der sich dafür an, weil hier so hohe Wände sind. Müssen wir gleich mal gucken, ob das geht. Das wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. Und wir waren beim letzten Mal halt dabei stehen geblieben, dass wir hier hinten, obwohl es eigentlich gar nicht wollte, doch ein bisschen Industrie und vor allem auch Commercials gebaut haben und müssten jetzt hier nur noch jede Menge Bevölkerung einziehen lassen. Hier hätte ich gerne zumindest hier vorne die hohe Dichte weiterhin drin. Und nach hinten zum Wasser hin würde ich dann ganz gerne auch die geringe Dichte ein bisschen einziehen lassen. Aber hier vorne, das ist ruhig ganz gut dafür gedacht, wenn wir hier ein bisschen hohe Dichte reinbauen, ein paar Hochhäuser. Das könnte gar nicht so schadhaft sein. Und dann halt hier runter Richtung Wasser und hier unten den Teil und das hier, was wir noch nicht erschlossen haben, da können wir dann gerne auch ein bisschen geringe Dichte hin machen. Aber zur Autobahnseite hin hätte ich gerne die hohe Dichte. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Damit kriegen wir dann auch noch ein paar Einwohner hoffentlich mehr. Da könnten wir auch noch Einwohner hinmachen oder wahlweise, wenn es sein muss, auch noch Industrie. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Eigentlich sollte hier oben ja schon gar keine Industrie hin. Das bietet sich halt einfach nur gerade an. Einfach wegen der guten Verkehrsanbindung. Setze ich hier auch nochmal die rein. Stromnetz und so müssen wir dann gleich hier runter auch nochmal ziehen. Müssen wir gucken, dass hier auch alles angeschlossen ist, weil Strom haben wir, glaube ich, im Moment nur oben einen Anschluss. Aber wenn wir hier wirklich noch ein Wasserkraftwerk hinstellen, dann sollte auch das kein Problem sein. Trotzdem will ich ja immer eine vernünftige Verbindung haben, einfach für den Fall, dass mal irgendwas ausfällt, dass wir dann nicht alles nur über die Straße verbunden haben. Wenn wir was abreißen, ist es dann halt verloren sozusagen und hat der restliche Teil der Stadt keine Verbindung. Und so kann man das dann halt immer auch überspringen und hat dann halt woanders noch eine Versorgung. Unsere Backup-Kraftwerke zum Beispiel, die wir ja noch haben, die aber ausgeschaltet sind. Mit denen könnten wir dann ja hier hinten auch alles versorgen. Trotzdem weiterhin. Wenn wir jetzt hier, wo das doch hier so schön fließt und das schön, so schön hoch ist, eine dicke, fette Staumauer reinziehen, bringt die uns über 600 Megawatt. Das ist doch super. Da bringt sie nicht so viel. Die Frage ist immer, wie weit kann man sie ziehen? Das sind 700 Megawatt. Kostet fast 200.000. Boah, teuer. Hoffentlich funktioniert das auch, aber das machen wir jetzt mal. So, jetzt will ich wissen, ob das diesmal funktioniert. Das letzte Mal haben wir Wasserkraft ja so fatal nicht nutzen können. Irgendwie staut die Mauer gerade nicht. Da ruckelt's wieder. Standbild. Ich hoffe mal, das ist nur für mich ein Standbild und die Aufnahme läuft trotzdem weiter. Ich bin mir da im Moment nicht so ganz sicher. Staust du jetzt auch nochmal was auf? In Betrieb, 0 Megawatt. Jetzt fängt es, glaube ich, gerade an zu stauen. Jetzt fällt hier, glaube ich, gerade außen der Wasserspiegel so ein bisschen. Hier hinter staut sich es jetzt wirklich. Bin ja mal gespannt, weil hier haben wir sehr schöne, sehr hohe Wände. Das Ding bietet sich einfach dafür an, hier jetzt so eine Mauer reinzusetzen. Und ich hoffe mal, dass das Teil jetzt auch was bringt. Noch 0 Megawatt, außer Betrieb. Bin ja mal gespannt. Im Moment sieht's noch gut aus. Solange der Wasserfluss sich nicht umkehrt, müsste das funktionieren. Können wir mal ein bisschen die Zeit verschnellern? Im Moment staut es sich, das ist klar. Der Wasserspiegel außenrum steigt. Das ist ja vollkommen normal, das soll ja auch so sein. Und ich denke mal, dass wir damit eine ganz gute Energiequelle gefunden haben hier. Läuft das Wasser jetzt gerade außen über? Es scheint so, es läuft gerade außen über die Staumauer, so wie es aussieht. Das sollte natürlich eher nicht so sein. Aber, es läuft, oder? Nein, es läuft immer noch nicht. Komm schon, Staumauer, tu was! Dafür bist du da! Produzier Strom! Du bist nicht nur ein Dekoartikel. Bitte nicht schon wieder, wir hatten schon mal einen Dekoartikel. Wieso fließt das jetzt in die andere Richtung? Was soll denn der Quatsch? Das soll durch die Mauer fließen. Ah! Was war das jetzt? Das hat gerade einmal kurz aufgeleuchtet, das Ganze. Jetzt tut es das wieder nicht. Wie weit kann sich das Ganze hier stauen? Ich denke mal, daran wird es im Moment liegen, dass ich das hier noch aufstauen muss, bis es wirklich anfängt zu laufen. Ich bin ja mal äußerst gespannt. Das Teil fängt jetzt an zu blinken. Heißt blinken, es läuft, oder heißt blinken, es läuft nicht?
Also hier oben ist noch... Uah, da können wir noch gar nicht so wirklich hingucken, weil das noch nicht unser Gebiet ist. Aber ich denke mal, dass das Wasser keine andere Wahl hat, als hier runter zu fließen. Das sieht nämlich im Moment zumindest so aus. Also es wird nicht wieder oben an der Kreuzung, die wir hier hatten, sich einfach stauen und außen rumlaufen. Es müsste jetzt eigentlich hier unten sich dann halt sammeln und anfangen, Energie zu produzieren. Ich hoffe, das funktioniert. Und ansonsten haben wir wirklich 200.000 in Sand gesetzt. 48 Megawatt, na immerhin, wir fangen an Strom zu produzieren, wenn auch noch erstaunlich wenig. 80, fährt langsam hoch, das sieht gut aus. Hoffentlich schaffen wir auch das, was wir erwartet hatten. Wir fangen an Strom zu produzieren. Irgendwie läuft es hier unten durch die Mauer durch, das Wasser. Immer mal wieder, jetzt tut es das gerade wieder nicht, aber gerade hat sich das hier so durchgequetscht, durchgebackt. Na los, mach es nochmal. Jetzt, wo ich in der Nahaufnahme bin, tust du es wieder nicht, ne? Typischer Vorführeffekt. Und die Staumauer ist hier eigentlich ganz gut aufgehoben. Wir könnten die dann jetzt auch mal, während das Teil da ja eh noch am Sammeln ist und beschäftigt ist, könnten wir mal hier so eine schöne Straße noch dran machen. Weil die können wir ja benutzen, die Staumauer. Das ist ja wie eine Straße. Damit kommen wir ja hier auf die andere Seite. Lasse ich erstmal so, dann haben wir hier so ein bisschen, sag ich mal, höheres Viertel. Das könnten wir ja mal machen. Hier sind dann so über die Staumauer verbunden, sind dann hier erstmal nur so villenmäßige Sachen. Ich will da nicht zu nah ran, weil ich nicht weiß, ob das Wasser noch steigt. Das ist hier direkt am Wasser, exklusive Lage, halt nur ein bisschen laut an der Autobahn. Da müssen wir mal gucken, ob da auch überall noch Schallschutz ist. Ich meine, ja. Ich meine, wir hatten das vorhin schon alles so ausgebaut, dass hier die komplette Autobahn bis auf der Karte raus komplett im Schallschutz hängt. Damit wir hier eben keine Probleme kriegen. Ich möchte aber ein bisschen mehr Kurve haben. Jo, so und... jo. Ich glaube, ich baue das andere auch nochmal ein bisschen um. Das muss hier nicht so effizient sein. Das soll einfach nur hier schön aussehen. Das ist das Wichtige. So, das bis nach da. Das hier vorne ist mir nämlich schon zu rastermäßig. Da möchte ich schon wieder dran. Das gefällt mir nicht. Muss mal weg hier. Jetzt wird es auch praktischerweise hell, dann können wir ja endlich mal im hellen Straßen ziehen. Da fehlt noch ein Stück. Weg. Dann könnten wir, na, bisschen näher daran. Das so und zu steil. Hör auf, so steile Kurven zu machen. Das nach da zu ziehen. Das könnte ich dann vielleicht sogar mal durchziehen, noch bis hier oben. So ein bisschen verschlungen, so ein bisschen parkmäßig angelegt. Könnte ganz gut aussehen. Da geht die Straße ran bis ans Wasser. So. Und da können wir auch noch eine rauslegen. Bis nach da. Haben wir da noch direkt an der Küstenlinie was. Und da kommen natürlich nur kleine Häuschen dran, keine Hochhäuser. Die sollen hier nicht an die Küste. Noch nicht. Vielleicht machen wir irgendwann hier so eine Großstadt draus, und dass wir hier bis an die Küste ran alles in Hochhäusern verbauen, aber... Erstmal ist das hier noch beschaulicher Stadtteil. Muss mir noch einen Namen für die Städte ausdenken. Ich bin da so unglaublich unkreativ, deswegen drücke ich mich da die ganze Zeit vor. Aber ich muss mir da eigentlich unbedingt mal was ausdenken für die Stadt und für die Stadtteile vor allem. Noch sind sie ja nicht mal wirklich in Stadtteile unterteilt. Aber das geht ja. Da wurden wir auch schon vom Spiel daran erinnert, dass wir das noch machen können. Dass wir noch Namen verteilen können. So, Wasser haben wir hier drüben noch nicht, ne? Nein. Unser Edelviertel hat noch keinen Wasseranschluss, das geht ja gar nicht. Ups, das war zu weit gedreht, die Kamera. So, müsste das gehen und dann, na, möglichst gerade. Darum geht es mir vor allem. Obwohl, wen interessiert es, da können wir das auch hier bis an die Kante legen, können dann da eine neue Leitung ziehen, weil sonst haben wir da oben eh noch nichts. Zack, und dann einmal ziehen wir dann hier so ein Rohr runter. Ich habe da mal ein Rohr verlegt. Oben. Direkt wieder unter der Autobahn eine Leitung, wo sie ja eigentlich nicht wirklich gebraucht wird, aber sonst ist ja die Abdeckung nicht gegeben. Da fehlt noch ein Stück, sonst ist der Teil nicht versorgt. Sollte reichen, hoffe ich. Ansonsten muss ich hier noch... Ach, mach mir hier noch so eine Querverbindung rein. Fertig.
Wasser haben wir noch genug. Das sieht gut aus. Jetzt muss ich mich nur einmal um den Strom kümmern, hier im Allgemeinen. Ah, fließt wieder. Sehr gut. Da müssen wir gleich mal gucken, wie viel Ausbeute da jetzt rausgekommen ist. Das ganze Netz ist noch nicht angeschlossen. Das müssen wir uns jetzt erstmal holen. Wo haben wir denn hier die letzte beste Stromleitung, die wir uns rüberziehen können? Die hier ist das, glaube ich. Die können wir uns nämlich bis hier vorne ins Wasser runterziehen. Wir können das dann wieder so machen wie beim letzten Mal. Wir ziehen einfach durchs Wasser uns die Leitung. Da stört sie eigentlich am wenigsten. Bau auf Wasser nicht möglich. Gerade ging's noch. Jetzt geht's auch wieder auf einmal. Und da geht's auf einmal wieder nicht mehr. Das ist irgendwie ist das buggy. Bau auf Wasser möglich, Bau auf Wasser nicht möglich. Ich glaube, das geht nur zu einer gewissen Jahreszeit mit dem auf dem Wasser bauen. Zack, da geht's wieder nicht mehr. Nur nachts, wenn keiner hinguckt, dann geht das. Hä? Wieso ist die Verbindung unterbrochen jetzt? Was soll das? Bau auf Wasser ist nicht möglich. Nein, natürlich nicht. Wer baut denn schon auf dem Wasser? Also, hallo. So, und... Wieso geht das nicht? So, jetzt schließt das doch da an. Verdammt, Bau auf Wasser nicht möglich. Erzähl mir doch keinen Quatsch. Bah. Ich weiß, dass das geht. Also erzähl mir nicht, es geht nicht. Wenn ich jetzt hier wieder ziehe, dann geht das. Und wenn ich das da anschließen will, dann geht es wieder nicht mehr. Das ist doch... Irgendwie ist das doch total buggy. Machen wir das nochmal, reißen den Kram hier nochmal weg. Los, ich habe abgerissen. Los, weg damit, weg damit, weg damit. Und machen das jetzt nochmal, streckenweise. Ach da. Ach da. Ach da. Da. Und jetzt haben wir es dann fast schon hier unten. Na, jetzt geht's wieder nicht. Jetzt ist wieder buggy. Jetzt ist wieder Bau auf Wasser nicht möglich. Gerade ging das, aber jetzt ist es dann halt... Ne, jetzt ist wieder einen Monat später, da geht das dann wieder nicht mehr. Also letzten Monat, da hätten sie das noch bauen können, aber jetzt hat sich die Lage da so geändert, da geht das nicht mehr. Keine Chance. Jetzt kommen wir auch nicht mehr an Land, komischerweise. Gerade ging das noch, jetzt ist wieder alles kaputt. Da versteht mal einer dieses Bausystem. Bau auf Wasser nicht möglich. Ja, hier kann ich, hier mittendrin kann ich welche bauen. Das ist gar kein Problem, das geht, aber zwei Meter daneben, nein, keine Chance. Da kann man auf Wasser nicht mehr bauen. Was muss ich denn jetzt machen, damit ich da wieder bauen kann? Das geht jetzt schon wieder nicht, okay. Da geht es auch noch. Da drunter durch werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Ich glaube, dann bauen wir das mal eben anders. Wenn wir da drunter durch gerade schon nicht kommen, dann bauen wir hier direkt an Land. Muss ich nur gucken, dass ich hier irgendwie das Ganze vernünftig über die Autobahn kriege und dann ziehe ich mir das hier an der Küste runter. Zack, und jetzt geht das wieder los. Zack, und nein, zu weit gezogen. Ich habe mein Glück herausgefordert, da geht's nicht. Bau auf Wasser ist nicht möglich. Also das letzte Stück hier zum Verbinden ist dann nicht mehr möglich. So, jetzt aber. Komisch, irgendwie hieß es doch, auf Wasser bauen geht nicht. Jetzt geht's auf einmal doch. Also ich weiß nicht, was die wollen. Wie viel Strom produziert denn unser tolles Wasserkraftwerk jetzt? Oh, Alter, sogar mehr als erwartet. Über 1000 Energie. Yes, das ist doch super. Wasserkraft ist doch passabel. Also, ich nehme alles zurück. Ich habe zwar vorher behauptet, Wasserkraft ist der letzte Rotz und nichts funktioniert, aber das nehme ich jetzt zurück. Jetzt funktioniert es super. Alles gut, alles schön. Hier nochmal einmal einen Anschluss dran. Zack. Und hier in das Gebiet möchte ich auch noch einen Anschluss gelegt haben. Dann haben wir nämlich auch da überall Strom dran. Da sowieso. Hier drüben müsste ich dann auch nochmal einmal... am besten aber nicht hier oben. Da würde ich ganz gerne auch von hier nach da oben ziehen. Ups. Bau auf Wasser ist schon wieder nicht möglich. Ist wieder buggy. Super. Gerade eben hatte ich noch grün. Da ging das noch. Und jetzt auf einmal... Nee, da ist vorbei. Da geht das nicht mehr. Es ist so ein Traum. Ich hatte ja mal gesagt, es gibt nur bei SimCity Bugs, aber nein. Es kriegen auch andere Entwickler nicht hin, ihre Sachen kompatibel zu machen. Warum auch immer. Ich weiß, es ist immer leicht gesprochen, wenn man selber nicht programmiert, aber mich nervt das gerade tierisch, dass das hier nicht geht. Vor allem, es steht schon im Wasser. Bau auf Wasser nicht möglich. Es stehen beide im Wasser, verdammt nochmal. Liegt das gerade am Wasserpegel, den wir hier haben, oder was? Das kann doch nicht sein. Jetzt geht's wieder auf einmal.
Wenn da mal einmal so eine Welle ein bisschen höher schlägt, dann ist vorbei, dann geht das wieder nicht. Und wenn sie dann wieder runter geht, dann ist alles wieder gut. Eigentlich müssten wir auch noch eine Verbindung schlagen hier rüber, glaube ich. Irgendwo, damit wir den Teil hier verbinden. Oder kann ich hier auf der Staumauer laufen? Nee, hätte mich auch gewundert, wenn ich auf der Staumauer, obwohl das hier grün anzeigt, da hätte was legen können an der Hochspannung. Jetzt ist wieder vorbei. Und wieder vorbei. Wahrscheinlich, weil der Mast gerade zu tief im Wasser steht in diesem Moment. Da läuft ja auch gerade Wasser über die Staumauer drüber. Und dann geht das wieder nicht. So. Und so. Dann haben wir das Netz hier nämlich auch geschlossen auf beiden Seiten. Also das ist auch was Lustiges. Wir haben hier so viel Wasserüberschuss im Moment, dass es teilweise über die Staumauer drüber läuft. Wir müssten mal ein bisschen mehr Strom produzieren, Leute. Es läuft hier wirklich schon Wasser über die Mauer. An der Seite vorbei zum Glück noch nicht, aber über die Mauer drüber läuft schon. So. Irgendwie ist hier hinten noch kein Strom angekommen. Da müssen wir auch mal eben dran. Um uns dann von hier vorne erstmal... Ja, ne, das müsste gehen. Über Land? Ne, lieber über Wasser. Ups, Karte. Ach nee, ist ja außerhalb Baubereich. Da kommen wir ja nicht dran. Hehe, warum müsst ihr auch genau da anfangen, euch einzunisten, Mensch? Hier vorne ist Strom, hier ist alles da und ihr müsst euch genau am anderen Ende der Stadt einnisten, ist klar. So, dann ziehen wir mal hier rüber Strom. So, und nach da und den müsstet ihr euch dann jetzt einfach nur da holen. Ihr seid jetzt am Stromnetz, seid glücklich. So, nisten sich genau da ein, wo keine Energie liegt. Zieht da jetzt gefälligst ein, los. Genau das meinte ich nämlich. Wenn ihr jetzt ein Gebäude da abreißt, dann haben die anderen alle keinen Saft mehr. So. Mussten wir jetzt nochmal verlängern, damit da hinten auch Strom ankommt. Und jetzt sollten die da eigentlich alle soweit einziehen können. Jetzt haben wir natürlich hier oben ein ziemliches Problem noch mit Müll. Das müssten wir jetzt auch mal eben lösen. So ganz auf die Schnelle. Das sollte ja kein Problem darstellen. Ich glaube, das baue ich mal, wenn es geht, hier einfach mitten rein. Da baue ich eine Müllentsorgung rein. Weiß nur noch nicht genau wie. Eigentlich würde ich das ganz gerne hier unterirdischen Tunnel bauen, dass die ganze Müllentsorgung einfach hier rüber kommt. Aber leider funktioniert das ja so nicht ohne weiteres. Das heißt, wir müssen, ob wir wollen oder nicht, hier oben noch einen Anschluss hinbauen und müssen zusehen, dass wir da vernünftig die Müllentsorgung hinkriegen. Die müsste am besten zentral hier dran. Und genau darum muss ich mich jetzt mal kümmern. Das heißt, ich brauche mal ein Straßentool und muss dann mal gucken, wie ich mich hier anknüppern kann. Damit ich in beide Richtungen auf die Autobahn drauf und von der Autobahn wieder runterkomme. Also musste ich am besten hier dran. Weil dann kann man ja in beide Richtungen auf die Autobahn, wenn ich hier dran bin. Und ich brauche auch eine Verbindung zu der Straße. Da muss ich mir jetzt was ausdenken, wie ich das mache. Die muss nicht super groß sein. Das geht ja nur darum, dass ich da eine Verbindung halt hinkriege für die Müllfahrzeuge. Da sollte also sowas in der Art reichen. Eine Spur in jede Richtung oder besser zwei in jede Richtung wäre eigentlich schöner. Ich weiß nur nicht, wie ich das hier vernünftig machen kann. Ich ziehe das jetzt erstmal hier raus. Da wird garantiert einiges für drauf gehen. So, da bin ich jetzt mal unten. Da muss ich noch mit den Schienen aufpassen, sehe ich gerade. Die sind auch noch da. Und da können wir dann jetzt auch auf das gerade Bautool wechseln wieder. Bis nach da. Und an die Oberfläche. Die Hochspannungsleitung da gerade im Weg ist oder nicht, ist mir ziemlich egal. So, da habe ich einmal in beide Richtungen Verbindungen und jetzt muss ich dasselbe hier auch nochmal eben machen. Die verbinde ich da jetzt mal und daraus ziehe ich dann jetzt hier die Straße, dass wir hier und... Wo wollt ihr denn jetzt hin? Ihr sollt hier nicht wenden. Was ist los mit euch? Ihr sollt nicht hier durch den Tunnel... wenden. Na egal. Macht's einfach. Tut, was ihr wollt. Wobei, das ist dieselbe Straße. Das heißt, ich könnte die hier abreißen und könnte mich da drüben verbinden. Da hätte ich vielleicht mehr von, dass ich mich da so dranhänge. Dann habe ich eine Verbindung in beide Richtungen jeweils dran. Das ist doch gut. Und dann könnte ich da dran jetzt die Müllentsorgung und alles andere, was uns noch hier anfällt, könnte ich da dranhängen. Das müsste dann ja funktionieren.
muss ich nur gucken, wie ich das hier platztechnisch hinkriege. Müllentsorgung hätte ich gerne Verbrenner, auf jeden Fall. Da brauchen wir gar nicht diskutieren, was anderes kommt mir nicht ins Haus. Das müsste passen. Gucken wir mal, nicht verbinden da oben. Ja, das passt. Sehr gut. Dann machen wir das direkt. So, viermal Müllverbrennung hier oben hin. Das hat zu reichen. Die können in alle Richtungen auf die Autobahn und können hier alles fair und entsorgen. Sollte kein Problem darstellen. Hier hinten hin müssten sie auch überall kommen. Das sollte laufen. Erstmal haben wir vier Verbrenner. Sollte das Müllproblem erstmal in Schach halten. Dann brauchen wir als nächstes hier oben Feuerwehr, Krankenhaus und alles andere. Ein großes Krankenhaus hätte ich gerne hier. Das stelle ich mal so nah, wie es geht, darüber. Aber das brauchen wir auf jeden Fall. Es sollte eigentlich auch alles abdecken. Irgendwie ist der Einflussradius von dem Ding winzig. Ich weiß nicht warum, aber er ist total winzig. Dann müssten wir einmal noch hier die Verbindung von der Hochspannung wiederherstellen. So. Netzanschluss ist da, Strom ist da, Wasser müsste auch da sein. Ja, Wasser ist auch da. Dasselbe gilt jetzt für die Feuerwehr. Da hätte ich gerne auch ein großes Feuerwehrhaus. Ich weiß nur noch nicht genau, wo ich es hinbauen will. Ich glaube, das stelle ich da direkt hinter. Allerdings brauche ich dafür eine Straße. So. Ein großes Feuerwehrhaus, direkt da dran. Es liegt hier zentral zwischen den Autobahnen und sollte eigentlich alles soweit abdecken. Tut es aber wieder mal nicht. Das war auch irgendwie klar. Dass die Abdeckung davon wieder total miserabel ist, das habe ich irgendwie schon nicht anders erwartet. Das Teil deckt eigentlich die Autobahn nur ab und sonst gar nichts. Wie auch immer das möglich ist, weil eigentlich müsste es hier raus, direkt hier runter, das komplette Viertel abdecken, tut es aber wieder nicht. Ich werde da draus nicht schlau aus dem Kram. Wenn ich die jetzt dahin versetze, was passiert dann? Wenn ich die jetzt mir schnappe und die da hinstelle. Wo jetzt natürlich gerade alles blockiert ist. Wenn ich sie da hinstelle, wie sieht denn dann die Feuerwehrabdeckung aus? Dann ist alles gut. Ja, ihr könnt euch beschweren, so viel ihr wollt. Ihr seid abgedeckt, lasst mich in Ruhe. Dann könnte ich hier unten noch eine Feuerwehr hinstellen, theoretisch. Und das ist welche Straße? Die wegführende Straße oder die zuführende Straße, die das Ding abdeckt? Ist gerade schwer zu sagen, weil die Straße, in der es steht, beides macht. Wenn ich das Teil jetzt hier hinbaue, deckt es da alles ab. Da auch. Dann stelle ich es hier so rein, so weit wie es geht. Bumm. Einfach nur, damit mir hier nicht immer alles wegbrennt. Dann haben wir da die Feuerwehrabdeckung komplett. Wie sieht es aus mit Polizei? Verbrechensrate ist niedrig und die Abdeckung im Moment hier hinten allerdings auch. Das heißt, wir könnten hier unten ruhig mal, auch wenn es uns ziemlich viel Geld kostet, noch so eine Polizeiwache hinstellen. Und da ruckelt's wieder. Bitte nicht abstürzen, komm schon. Läuft. Sehr gut. Damit haben wir dann hier auch die Abdeckung hoffentlich erhöht. Sind da direkt an der Autobahn. Das ist die Autobahnpolizei. Mit der sollte man lieber nicht spaßen. Folge ist übrigens auch schon wieder rum, sehe ich gerade. Perfektes Timing. Gut, dann haben wir jetzt erstmal die wichtigste Versorgung hier, glaube ich, stehen. Soweit, so wie es aussieht zumindest, scheint das zu funktionieren. Dann können hier jetzt auch langsam alle einziehen. Und in der nächsten Folge muss ich dann mal gucken, wie es aussieht mit der Bildung, weil ich glaube, die kommt jetzt leicht ins Hintertreffen, jetzt wo wir wieder mehr Industrie und Bevölkerung kriegen. Da muss ich mich dann beim nächsten Mal auf jeden Fall drum kümmern. Ich bin hier auf jeden Fall dann erstmal wieder raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.